bag book away and go help. Oh, Mary Beth. So, we getting out of this hellhole? We're gonna try. Weather seems stable. And we just robbed the Leviticus Cornwall train. We got money in our pockets. The worst is behind us, gentlemen. So the question is, where now? I know this country a little. I told you, we should set up camp in Horseshoe Overlook near Valentine. We'll be able to hide out there no problem, as long as we keep our noses clean. Well, then let's go. Clean noses and everything else. Arthur, you're in that one. Bring Hosea. I know you two like to talk about the good old days and what's gone wrong with old Dutch. Ach, wie schön das doch ist hier bei Red Dead Redemption. Und den Zug haben wir erfolgreich ausgeraubt. Yeah. Da habe ich wieder einen Frosch im Hals. Nice. Der Track geht weiter. Sonnigere Gefilde. Up ahead, make sure there's no surprises. We've had enough of those. Me? With the boy? Just go. Come on, kid. You can buy me a whiskey. Ach, wie cool das Spiel einfach ist. Und mit der Musik gerade richtig atmosphärisch wieder. Ja, und da haben die ja auch einiges erlebt bei der Besiedlung des Westens der USA. Da sind ja riesen Tracks langgezogen durch die Vereinigten Staaten, um den Westen zu besiedeln. Das war noch einige Jahre vor den Geschehnissen im Spiel. Was die auf sich genommen haben, diese Leute. Oh, fuck. Ah, na toll. Okay. Let's take a look. You all right back there? Does everything look all right? Well, what's going on? Ah, I broke the goddamn wheel. All right, let's get it fixed. You need help? I reckon we can handle it. All right, Charles, you and me hold the thing up while you try and put the wheel back on, Arthur. You still strong enough to hold up a wagon? Shut up. I'm just saying. Don't say less. Pick the wheel up. Und da hängt's. Und danke geht aus an AceOAce. Vielen Dank für deine Bits. Oh, nochmal hier, komm, nochmal robuster. Ah, richtig mechanisch hier. Ganz simpel, aber große Erfindung. Not quite. Genau, Warndreieck nicht vergessen. Think. If they wanted trouble, we wouldn't have seen them. Poor bastards. We really screwed them over down here. Come on, let's not push our luck. What happened? Well, get in. I'll tell you. Oh man. Not too far now. Stay on this trail. We'll follow the river, then cut left, inland. Go on. Why are we so far behind? So, yes. The Indians in these parts got sold a very raw deal. Kompass erweitert? Ach, das ist interessant. Normal. Und so kann ich umschalten und Kompass so. Ja gut, das finde ich. Find eigentlich erweitert am besten wahrscheinlich. Oder? Normal vielleicht. The Heartlands we're going to.
Good farming and grazing country, they lost it all. Stolen clean away from them it was, every blade of grass. Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere. And how's that different from anywhere else? Well, maybe it's not. I just heard some of the army out here was particularly, unpleasant about it. Unpleasant? How do you rob and kill people pleasantly? We don't, in spite of Dutch's talk. I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our blockheaded driver here. Hey, don't blame it on me. Never forget, this here's a con man, Charles, born and bred. Just because it sounds fancy don't mean he knows a damn thing about what he's talking about. Yep. Und ab über die Brücke. So, what happened to your tribe? I don't even know if I have one. At least, not that I can remember. My father was a colored man. He told me he lived with our people for a while. A number of free men did, but when we were forced to move from our lands, the three of us fled. I was too young to really remember much. My whole life I've been on the run. A couple years later, some soldiers captured my mother. Took her somewhere. We never saw her again. We drifted around. He was a very sad man, and the drink had a mean hold on him. Around 13, I just took off on my own. That was about the age we found young Arthur here. Maybe a little older. A wilder delinquent you never did see. But he learned fast. Not as fast as Marston, apparently. Wait, I don't understand. What's the problem between you two? Arthur? It's a long story. Ist jetzt heiß, okay. That depends. Are we still heading west in search of fortune and repose in virgin forests as we planned? No. Are we heading in the correct direction on our desperate escape from the law eastwards down the mountains? Yes, I believe so. You know this area? A little. I've been through a couple of times. There's a livestock town not too far from here called Valentine. Cowboys, outlaws, working girls, our kind of place. Driscoll's? Probably them too. Pinkerton's? Let's hope not. And this place we're going. Wait, but what's it called again? Horseshoe Overlook. It's a good place to lie low? It'll do for now. And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just, you know, maybe it's me who's changed, not him, but we kept telling him that ferry job didn't feel right. You and me had a real lead in Blackwater that could have worked out. Maybe. It just isn't like Dutch to lose his head like that. Things go wrong sometimes. People die. It's the way it is. Always has been. Me, you, Dutch. We've all been in this line of work a long time. And we're still here, so I figure we must have got it right a hell of a lot more than we got it wrong. What are you working on there, anyway? Just some yarrow and ginseng. Good for the health. Better than that stuff you buy in the store. Yeah, you can have all this. I'm at the point where I can do it with my eyes closed. Okay, thank you. Danke, Mann. Du hast einige Kräuter erhalten. Diese können verzehrt werden. Wir können überall in der Spielwelt Pflanzen finden und jetzt müssen wir uns auch umziehen und all sowas. An dem Sonnensymbol kann man das erkennen. Also so warm ist es scheinbar noch nicht ganz. Es geht noch. Es ist noch aushalten. Und ja, was sie eben zur Ansprache kam, auch was sie mit den Indianern gemacht haben, das ist ja auch richtig heftig, ne? Also wenn man überlegt, wie die Ureinwohner Nordamerikas alle umgekommen sind, vor allem durch Europäer, die meinten, hey, das ist jetzt unser Land und das über Jahrhunderte hinweg. Und ja, dann wurden die verdrängt, weil auch Siedler dahin wollten, weil Ölbohrungen stattfanden, weil, was weiß ich, weil es Farmland war und mussten in Reservate ziehen. Und da gab es natürlich einige Kämpfer und die Indianer hatten keine Chance. Aber noch mehr als die Waffen der Europäer haben die Indianer ja die Krankheiten umgebracht, die die Europäer angeschleppt haben. Weil das war ja auch nicht von schlechten Eltern, kann man so sagen. Also die Viren und so, da gab es halt keine Immunstoffe auf gegen.
hatten die halt nicht. Und dann sind da 10.000 gestorben teilweise. Boah, ich würde hier so gerne erkunden. Okay, let's go. Na, weiter geht die Reise. Any trouble getting in here, Javier? Nope. It went well. This is a good spot. Excellent. I think this'll work for us, Arthur. For now, anyway. Na gut, versteckt ist es auf jeden Fall. Das sieht so nice aus, hier durch den Wald zu fahren. Oh, oh, shit, Vorsicht, der Reifen. Der ist so gerade neu installiert. Mensch, was macht der hier? Mach weiter nicht hier wieder, ey. Here we are, gentlemen. Home sweet home. Oh, nice, Leute, das sieht richtig schön aus. Hier möchte ich auch campen direkt. You weren't wrong, Jose. This place is perfect. I hope so. Gentlemen, we have survived. For now. Now, it is time to prosper. Arthur and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck. East of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the West. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolations. Gentlemen. I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. I prefer robbing banks to usury. Seems more dignified somehow. Now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough, but we are safe now, and we are far too poor. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Laid off when they shut down our factory to the north. Now get out there and see what you can find. Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town a little way down the track named Valentine. Livestock town, all mud and morons, if I remember right. That seems a decent place to start. And, we need food. Real food. That means every day. One of you. And remember, whatever it is that you find, the camp gets its slice. Now be sensible out there. Now the girls have your tent ready, Mr. Morgan. Come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson, I've seen shit with more common sense than you. Do it properly. Mega nice gemacht. Und danke geht aus an den guten Aso. Weitere 500 Bits. Thanks. Kapitel 2. Horseshoe Overlook. Ein paar Wochen später. Schön, dass er einfach aussieht. Rode east into some pretty enough country called the Heartlands. Ain't been this far east in many a year. Dutch seems a little better. His eyes are sparkling once more, and I can see he's thinking a little clearer. I think we all feel a little happier, in spite of Blackwater and that whole mess.
Arthur? Jose? Quite a day. Let's hope so. There's a bunch of the boys already in Valentine. Bill, Charles, and Javier. And Swanson found something down at the train station by the lake, apparently. And Strauss came back with that creepy little smile on his face. I'm sure there's a whole list of unfortunates he's forced money upon. Thank you. And you? I'm gonna read a book. Und da lese ich schon im Chat, Junge, hat der einen Bart bekommen? Ja, hat er tatsächlich. Und der Bart wächst. Wir müssen uns halt auch rasieren. Wir werden dicker, dünner, hin und her. Also das gehört alles da irgendwie dazu. Finde ich richtig, richtig geil gemacht. Oh, Arthur, my boy. My dear boy. What's going on? Nothing. Nothing at all. For the first time in weeks. Nothing. We're free. We're free. To plan our own futures once more. I hope so, Dutch. You kept the faith, Arthur. You always kept it. And I ain't losing it now. Nein, losing it now. Wie geil die Nuscheln, ey. Richtig cool. Ja, richtiges Western-Englisch. Das Ding ist halt auch, was ich noch erwähnen will, ganz kurz, für die Leute, die sich wundern, dass wir einen neuen Sub-Icon haben. Ja, genau, bei Twitch gibt es nämlich ein Icon jetzt für Subs und da ist so ein Sarazan mit einer Sonnenbrille. Und lustigerweise, passend zu Red Dead Redemption jetzt hier, ist natürlich nicht deswegen, wächst ihm ein Bart, diesem Sub-Icon, und er kriegt andere Sonnenbrillen, je nachdem, wie lange ihr Twitch-Subscriber seid. Das habe ich, gestern haben wir das mal gemacht, auf Basis von den Honeyball-Pictures, die das hier gezeichnet hat. Und dann habe ich das so ein bisschen umgebaut und es war so lustig. Es wird noch witzig. Da bin ich mal gespannt, wenn die ersten 3 Monate oder 6 Monate oder so dabei sind. Wir haben ja jetzt erst richtig angefangen bei Twitch. Und ja, freue mich darüber, dass wir jetzt da auch ein cooles Sub-Icon finden. Und ich hoffe, ihr findet das auch ganz lustig. Ich dachte, wäre cooler als so ein Standard-Sub-Icon oder so. Ist da? So, das werdet ihr dann sehen. Der wird dann irgendwann auch immer älter, der Sarazar und so weiter. So, hier können wir uns rasieren. Guck mal, können wir direkt mal machen. Untersuchen, Fotografie, was haben wir denn da Schönes? Oh, was ein schönes Bild. Die starrt überhaupt nicht, ne? Guck mal, so kann man sich auch mal aus der Nähe angucken. Ich lasse mir ja gerne Zeit in diesem Spiel. Muss man ja sagen, man kann sich auch gerne mal einiges angucken hier. So, hier auch noch eine Fotografie. Muss jetzt nicht jeden kleinen Text vorlesen, da könnt ihr Pause drücken, aber... Oh, die sieht aber deutlich besser aus, ne? Hat nicht so einen Psychoblick. Manchmal sieht man aber auf Fotos so komisch aus. Eine Blume? Hat er richtig gelesen? Wo soll denn hier eine? Oh. Spaziergänge durch Wald und Wiesen. Ist das ein Buch? Hm. Ach, guck mal. Da können wir was über die Pilze herausfinden. Alter Schwede, guckt euch das mal an. Die haben diese ganzen Bücher. Haben die nachgebaut. Mal hier über die ganzen Pilze noch ein paar. Der Riesenschirmpilz. Der ist köstlich übrigens. Der Maronenröhrling. Okay. Er schmeckt hervorragend. Na, ist ja interessant. So, hier können wir noch eine Runde schlafen. Wir können uns auch rasieren, theoretisch. Hier vorne. Dann wollen wir das doch mal machen gerade, oder? Können wir den Bart abmachen. Mal gucken, wie wir dann aussehen. Wo ich den eigentlich ganz cool finde. Haare pomadisieren. Oder rasieren. Geil. Du hast keine Pomade zur Verfügung. Die brauchen wir erst, um die zurückzumachen. Warum zeigt der nicht, wie das aussieht? Backenbart. Und die Länge können wir auch noch entscheiden. Ach so, ich verstehe. So können wir den komplett abrasieren. Also ein bisschen Bart finde ich schon ganz cool, oder? Sehr schön. Da ist er geschäft. Geil, dass sie auch ihrem Tagwerk nachgehen. Und da steht da der Dutch. Ein Grammophon. Ich finde das unnormal atmosphärisch gemacht. Ich bin richtig geflasht. Man muss gar nicht viel machen und man guckt sich einfach alles an, weil es so detailliert gestaltet ist, wirkt es halt so real.
Hier können wir uns auch umziehen. Outfits und Ausstattung, da muss ich nochmal. Guck mal, hier haben wir ganz viele. Verschiedene schon, weil ich ja diese Deluxe-Edition habe wahrscheinlich. Aber ich finde das Standard-Outfit von ihm eigentlich ganz cool. Dieses Outfit ist gut für heiße Temperaturen geeignet. Das sieht auch cool aus. Kopfbedeckung. Ja, ich mag den eigentlich am liebsten. Oder den hier, den Pirscherhut. Mäntel gibt es auch verschiedene. Boah, der sieht ja Hammer aus. Ein wenig warm, hm? Boah, der Staubmantel sieht ja hammer cool aus. So, ich lass mal diese Jacke an, die wir jetzt haben. Obwohl, warte mal, da würde ich gerne mal kurz... Sorry Leute, wenn ich euch damit nerve, ne, dann könnt ihr das natürlich auch hier eben skippen oder ignorieren. Aber ich will mal einmal mich hier erkundigen, was denn hier so Schönes am Start ist. Französisches Anzugshemd sieht ja richtig gut aus. Bisschen zu blau, ne? Ja, komm, wir lassen es mal. So ist ja auch cool. Blau? Obwohl, ich mag es blau irgendwie lieber. Tatsächlich. Wie geil das ist, ey. Hier kann man richtig noch ein Fashion Hall machen. Finde ich die Ranch-Hose fast am coolsten, nur wenn die ein bisschen eng ist. Ich lasse auch mal da die Jeans, Standard. Hosenträger gibt es auch. Ja, die haben wir schon, okay. Richtig Cowboy-like, ihr, die feinsten Beinschützer. Da haben wir auf jeden Fall ein bisschen was dabei, um euch das auch mal zu zeigen. Ab in den Süden. Gut, was können wir noch machen? Morning, Arthur. Na, Ladies, wie geht's euch? How you doing, Karen? Oh, all right, I guess. Grimshaw's driving me crazy. Well, so no change there. All right, Mayor Biff. I'm bored out of my mind. Been cooped up for days. About ready to stab one of these needles in my eye. You okay there, Tilly? I'm okay. Warm, at least. Could do with getting out of here for a bit. I'm sure. Ja, jetzt sind sie alle glücklicher, weil natürlich die Sonne scheint. Na? Did you and Marcus see anything when you rode ahead? Nothing we need to worry about. Okay, good. So, werfen wir einen Blick auf die Karte gerade. Wo sind wir denn hier? Da geht's zum Onkel. Valentine Art. Feine Gesellschaft nach Valentine Art. Ich heiße ja Valentin in Wirklichkeit. Deswegen ist es ganz witzig. Was können wir hier noch machen? Hier ist die Lagerkasse. Okay. Eine Kiste, die Dutch im Lager aufgestellt hat, damit die Mitglieder in eine gemeinsame Kasse spenden können. Okay, da können wir Gegenstände spenden und alles. Munition können wir hier holen. Munitionsvorräte. Okay. Medizinische Vorräte. Hier ist der Schlachter. Und auch weitere Vorräte. Und da gibt es Essen da vorne. In unserem schönen Camp. Und hier ist das Pferd. Alles klar, dann gehen wir mal zum Onkel. Oder wir schauen uns vielleicht nochmal gerade hier einmal kurz drüber gucken, was da hinten noch so geht. Der Dutch, mit dem können wir vielleicht auch nochmal kurz reden. Können Sie einmal jetzt hier ein bisschen entspannter vorgehen. Arthur, how's the cigar? Not bad. But sometimes I prefer a pipe. I've been meaning to get one for ages. I left the old one in. And Blackwater, I know. Well, if I find one, you can have it. Well, you are a gentleman, Mr. Morgan. I raised you well. Ah, don't take too much pride in your work. Na du, mit dir können wir nicht reden, gerade mit der Molly. Ah, guck mal, wir haben sogar noch... Ich glaube, das ist hier die Liebe von unserem guten Dutch, ne? Der die Bande hier zusammenhält.
Und guck mal, da ist unser Schlachtmeister. Ja, wir haben hier noch zwei Rehe gebracht. Moin, moin. Was können wir denn hier machen? Arthur, don't forget, I'm more than happy to craft you something if you bring me the right materials. Ach cool, bei ihm können wir Sachen aufbessern. Das ist ja auch gut zu wissen. Alligatorschädel. Pearson hat noch nicht die nötigen Zutaten. Lagertische, Speisewagen. Alter, wie lange wir hier. Ah, unfassbar. Ich freue mich auch, wenn das. Ja, da können wir ihm einen spenden, oder? This should be some real good eating. Und wir geben ihm zwei. Many thanks, Mr. Morgan. Freut sich die Bande. Wen haben wir hier noch? Oh, guten Tag. Morning. Morning, Mr. Morgan. Guten Morgen. Also es ist hier schon eine krasse Struktur, die die mit ihrer Bande aufgestellt haben. Vor allem eine große Bande, die dann auch mit den Mädels weiterzieht und so weiter. Hey. Got you there, tough guy. Just name the place, my friend. Just name the place. Und Dexter, vielen Dank an dich für deinen Twitch Prime Sub. Es wird momentan nicht angezogen, weil da angezeigt, weil da irgendein Fehler ist. Und genauso geht's für Ipe the Rock. Dir auch ein fettes Dankeschön für deinen Twitch Prime Sub und den Turbo Sultan. Altes Haus, dir ebenfalls. Vielen, vielen Dank für eure Subs hier bei Twitch. Dankeschön für den Support und die Unterstützung. Und jeder, der Amazon hat, kann ja hier Amazon Prime, kann hier kostenlos mich bei Twitch abonnieren. Ich bin echt so geflasht, wie schön das aussieht. Also ihr seht schon, ich könnte jetzt auch stundenlang Zeit damit verbringen. Einfach nur hier rumzueiern, aber ich glaube, es ist mal an der Zeit, jetzt mal mit dem Missionchen weiterzumachen. Und wir haben aber einen Überblick, einen guten bekommen, was hier so los ist bei den Zelten und so weiter. Und was wir hier im Lager so alles machen können. Guck mal, hier kann man essen. Kann man da was rausnehmen? Ist da schon was fertig? Oh, Schüssel Eintopf. Guck mal, gönnen wir uns gerade mal. Mensch, Leute, vielen Dank für euren Support. BBC, der Chris und Crazy Sync, ebenfalls ein fettes Dank an euch für euren Twitch Prime Sub. Herzliches Dankeschön. Lecker. Boah, den hat er weggeschlürft hier. Tat aber ganz gut. Hat er nicht als schlecht empfunden, unser Freund. Na, vielen Dank. Also, als Twitch Prime oder überhaupt als Sub bei Twitch unterstützt ihr mich natürlich. Und jeder, der live dabei sein will, der kann ja auch mal reinschauen. Ein Follow kostet natürlich überhaupt nichts. Ein Twitch Prime Sub kostet natürlich auch überhaupt nichts. Das ist ja das Schöne. Und man kann mich dann natürlich auch normal bei Twitch eine Subscription abschließen. Die kostet dann 5 Euro ab oder 4,99 irgendwie sowas. Und kriegt dann verschiedene Emotes und so weiter. Und wir werden uns da noch ein paar coole Sachen ausdenken. Haben wir jetzt hier auch immer mehr Grafiken, die wir nachlegen dann für Subscriber. Aber der normale Twitch, das muss ich mir immer für die Leute, die YouTube spielen, YouTube gucken, erklären, weil die Twitch nicht kennen. Da ist der normale Follow wie ein Abonnement bei YouTube und Mitglied werden ist sowas wie eine Subscription bei Twitch. Also ihr könnt natürlich das auch völlig kostenlos machen. So, wie weit ist denn das zum Ankel? Das ist doch direkt um die Ecke. Da müssen wir ja gar nicht reiten eigentlich. Ja, Junge. Ich würde mal gerne wissen, wir würden ja noch eine Mission starten, oder? So. Wach mal auf, Mann. Careful not to work yourself to death there, Uncle. I was thinking. Yeah, does it pay well? Eventually. So, while the rest of us are busy stealing, killing, lying, fighting to try to survive, you get to think all day. Well, it's a strange world we live in, Arthur Morgan. Do you want to head into town? See if we can find anything out? Sure. I got some errands to run. Great. Go check the horses are ready. You gonna take the old man into town? You take us too? Well, what you got planned? Nothing. We'll find something for y'all to do. We always do. We're bored out of our minds. Been cooped up here for 2 weeks now. Karen's about ready to murder Grimshaw. Well, can Miss Grimshaw spare you? Can Miss Grimshaw spare you? What's happened to you, Arthur? Three young, healthy women want you to take them a robin. You're worried about house chores. Let's go.
Fair enough. You got me. Come on, then. I can't believe we're going to see civilization. Feels like weeks since we did. Yeah, Valentine. Very embodiment of civilization. You ladies are going to love it. Okay, then. Let's go. All right. Out through the trees here, then take a left. Na, dann wollen wir mal ein bisschen in die Zivilisation rauschen. Ja, das sieht so schön aus. Oh, Wendekreis ist nicht so atemberaubend. Oh, der hat ein paar Probleme. Is one of you gonna get that fella's horse? Well, I got lumbago. It's very serious. All right, I'll see what's going on. Lumbago, really? You all right there, friend? Oh, hey, you couldn't help me get my other horse back from over there, could you? Na, wo ist es denn hin? Das eine hier. I really appreciate the help. I'm worried this one here will bolt on me too if I leave him. Okay, müssen den anderen finden. Machen wir erweitert gerade. Da vorne ist es. Oh. Jetzt müssen wir das Pferd zähmen, oder was? Das kann ja was werden. Aber wie geil das auch mit dem Kutscherunfall gerade gemacht ist. Das sah so real aus, alles. Ganz ruhig, ganz ruhig. Oh, there. Easy. Ja, jetzt ganz ruhig. Bleib ganz ruhig, der Pferdeflüsterer. Na, kann sich der Kutscher freuen, dass wir ihm sein Pferd zurückbringen. Wie cool das gemacht ist. Der Pferdeflüsterer, genau so ist es. Und danke auch an den Turbosultan nochmal für deine Bits. Dankeschön. Here. Here you go. You're a gentleman, sir. A gentleman. No, not really. I was just trying to impress the women. Well, anyway, thank you. Das Pferd kackt erstmal dahin. Das müsste jetzt mal aus dem Weg gehen am besten. Ah, der Typ kriegt das schon hin. Er spannt jetzt schon wieder ein, oder? Ah, guck dir mal lieber deinen Karren an, ob da alles in Ordnung ist. Come on, Arthur. Enough showing off. Mom, let's go. To Valentine. You're turning into a regular old fairy godmother there, Arthur. What's that supposed to mean? It means you got a heart. A small one, perhaps, hidden deep inside, but a real one. And you haven't, your pulse of old lizard. Well, lizards have hearts. Well, Arthur, I'm proud of you. To be honest, if you lot hadn't been here, I probably would have robbed him. Well, you did. Yeah. Da kommt irgendwo ein Zug, oder? Da vorne. Boah, wie cool. Wie cool das gemacht ist einfach. Und da vorne ist wohl Valentine, die Ortschaft. Entschuldigung. Wir müssen mal hier durch, bitte. Smell those sheep. Or is that Uncle? Oh, very funny. This looks like a decent little town. Other people,
Finally. Look at all that snow on the mountains. Sure don't want to be back up there. You think we should have asked Molly to come with us? Oh, no. Miss O'Shea is far too high and mighty now for the likes of us, or to do any real work. She's a society lady now. Okay. Take a good look around, ladies. Let's see what we got here. Na, das kann ja was werden hier im wunderschönen Valentine. Things ain't so good. Had regular work till the rancher wanted something else picked. I was a Christian and ended up... Go left here, down the main street. Chair's always on the right. Sure you can pick up some bounties there, Arthur. Heaven forbid you put your head on the line. Yeah, well, that's a young man's game. Ooh, yes! We can get up to some mischief here, all right. Just remember, keep a low profile. Will you remember that, though, Arthur? Probably not. Let's park up down the end there, near the stables. Vorsicht! Ain't you got other things to do than bother me? Einmal mit der Ruhe. Here we are, just like I said, the cultural center of civilization. Man at his finest. Uncle, what are we doing? Well, we're gonna do what any self-respecting maniac does. Put the women to work. With pleasure. We'll start at the saloon. Okay, just stay out of trouble and don't get yourselves noticed. Right, I need to get something from the stores. Okay, well, we'll see you at the general store when you're done. Come on, ladies. Imagine we're in Paris. Come on. Imagine Paris and Valentine. So that's how you see yourself, is it? A maniac? Well, in my youth, I used to be known as the one-shot kid. Okay. I'm not gonna ask why. You are a sad man, Arthur Morgan. But I know you love me. Desperately. You're my favorite parasite. No. Ringworm's my favorite parasite. You're my second favorite parasite. Very funny. I lied. Ringworm, then rats with the plague, then you. Shut up. This is the place now. Come on. Morning. So, what do you need? Hell, a drop of whiskey for a start. You know, something to pass the time while we're waiting on the women. Always thinking ahead, ain't you? You're looking a bit tired there, Arthur. Why don't you pick up some coffee while we're here? Plenty out on the shelves, but I got more out back. Whiskey's on the top shelf, nearest the door. Dann gucken wir uns doch mal an, was der so hat. Vorräte, Arzneien, Munition, Pferdepflege, Kleidung. You not getting anything, Arthur? I don't know. Maybe. Frische Lebensmittel, was hat er denn am Angebot? Oh, Äpfel. Für 40 Cent. So, you're actually buying for once? Are you feeling all right? See this? Young folk got no respect for their elders no more. What do you reckon? The lamb or the sausage? Well, this here's a sheep town. The lamb's the best in the state. Now I know what the smell is. Well, that's a ripe cheese, all right. Frischgepflückter Mais, frei von Obstbaumkrebs und Mehltau. Ja, dann kaufen wir doch mal einen Mais, komm, einen nur. Einfach nur, damit wir Mais haben. $200 haben wir. Die Preise sind ziemlich hoch. All done. Thank you kindly. Ah, this should do the trick. Yep, that's fine whiskey. Ja, hier bekommen wir jetzt mal so alles beigebracht. Die ganzen Mechaniken nochmal in dieser Episode. Cool, da kann man jetzt alles betrachten auch noch so richtig. Sehr geil. Der Rum und so richtig aus dem Laden Sachen rausholen, die es dann auch wirklich gibt. Das finde ich super nice. Bei den Süßigkeiten leider nicht. Doch, tatsächlich auch der Hinweis. Und hier gibt es das Gemüse, die Äpfel und so weiter. Nice. Schön gemacht. Und können wir hier klauen eigentlich? Wenn ich gucke gerade. Ich lasse mal lieber sein. Denn jede Sache hat eine Auswirkung. Also wir sollten uns hier vernünftig verhalten. Oh, here's to your good health, sir. And to being down here off that mountain. Absolutely. It's a funny world, you know.
This time in my career, I pictured myself being married to an heiress.